Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA, denn heute geht es mal um die nächste GTA-Version und nein Leute, es geht nicht um GTA 6, sondern um GTA für die PlayStation 5 und Xbox Series XS. Also genauer gesagt Leute, wie ihr das Ganze jetzt schon haben könnt, also vorbestellen könnt und jetzt auch schon runterladen könnt und installieren könnt. Aber Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal mit einem fetten Like fürs Video dort zu lassen und außerdem Leute, für die mich überhaupt gar nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Videos rund um GTA. Also ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Das Interessanteste zuerst. Wann kommt denn überhaupt die nächste GTA-Version raus? Tatsächlich ist das schon sehr, sehr bald, Leute, denn die nächste GTA-Version kommt am 15. März. Und das bedeutet, ja, das ist ein paar Tagen. Und das Coolste hier dran ist, Leute, ihr könnt das Ganze jetzt schon runterladen. Das bedeutet, ihr seid am 15. direkt ready und könnt direkt zocken, wenn das Ganze freigeschaltet wird von Sony. Wie geil ist das denn? Aber Leute, ganz ehrlich, das im PlayStation Store zu finden, ist schon echt, ja, eine Herausforderung, würde ich mal sagen. Denn wenn ihr mal in den PlayStation Store mal reingeht, so wie ich hier, und geht mal auf die Suche, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich feststellen, wenn ihr oben mal GTA eingibt, dass ihr nicht die GTA erweiterte Edition findet oder sonst irgendwie oder die GTA Online Standalone Variante finden werdet. Nein. In meinem Fall werdet ihr es aber hier gerade im Video sehen, da ich mir das Ganze ja schon runtergeladen habe natürlich. Ist ja in meiner Bibliothek drin. Aber generell sollte es bei euch in der Suche nicht zu finden sein. Und das hatte ich tatsächlich das gleiche Problem wie ihr. Also wirklich, ich saß vor meiner PlayStation, wollte es mal runterladen. Ich so, hä? Ich dachte, man könnte es runterladen. Also jetzt doch nicht oder was? Nein, keine Sorge, Leute. Ihr könnt es euch runterladen. Aber es ist ja mit einem kleinen Umweg verbunden. Denn ihr geht mal aus der Suche wieder raus und scrollt im PlayStation Store mal runter zur Vorbestellung. Denn wir können uns GTA Online, die Standalone-Variante und generell GTA über die Vorbestellerleiste finden. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier auf Vorbestellung, scrollen mal ein bisschen nach rechts, nach links und irgendwann werde ich jetzt zum Beispiel die GTA Online Standalone-Variante finden. Und wenn ihr mal drauf geht, by the way, für PlayStation-Spiele ist das kostenlos, könnt ihr es euch einfach direkt runterladen. Mega easy, mega cool. Aber Leute, ihr könnt natürlich auch das komplette Spiel, also inklusive Story-Modus auch finden. Dafür müsst ihr einfach bei Vorbestellung noch weiter scrollen und irgendwann werdet ihr GTA finden, so leicht gold umrandet. Und das ist dann die GTA erweiterte Edition. Ja, ja, Leute, ne, schön gold umrandet hier. Aber das Interessante ist hier dran, was wird uns das Ganze denn kosten? Dazu gibt es tatsächlich auch schon Informationen und zwar kostet GTA generell mit Story-Modus 20 Euro. Ist, würde ich sagen, eigentlich ganz in Ordnung. Aber Leute, Rockstar Games haut gerade fette Vorbesteller-Rabatte raus. Das bedeutet, wenn ihr es euch jetzt holt, dann kostet das Ganze nur noch 10 Euro, also 50% reduziert. Und diese Reduzierung geht bis Juni. Also das bedeutet, Leute, ihr müsst es euch jetzt auch nicht jetzt kaufen, sondern ihr könnt es auch erst später kaufen, wenn ihr wisst, ob es sich lohnt oder nicht. Denn Rockstar Games hat eher wenig rausgehauen, wie weit Story-Modus bearbeitet wurde. Ob Story-Modus das gleiche Facelifting bekommen hat, wie GTA Online zum Beispiel, das ist sehr fragwürdig an dieser Stelle. Ich schätze natürlich mal schon, wäre eigentlich ganz logisch. Aber für die Leute, die sagen, nee, ich möchte keine 10 Euro ausgeben, dann empfehle ich natürlich euch die Standalone GTA Online Variante, denn die ist aktuell kostenlos und die wird auch bis Juni kostenlos bleiben. Das bedeutet, ihr habt circa 3 Monate Zeit, bis ihr euch das Ganze holen könnt. Danach wird es wahrscheinlich 10 Euro kosten. Steht noch nicht ganz fest, ob es tatsächlich für immer kostenlos bleibt oder nicht, aber so sieht es bisher aus, Leute. Und Rockstar Games hat natürlich auch noch ein paar interessante Sachen rausgehauen zu der neuesten GTA-Version. Denn in Sachen Charakterübertragung gibt es ja natürlich auch ein paar neue Informationen. Denn ihr könnt euren Online-Charakter übertragen. Denn ihr könnt ja tatsächlich von PS4 auf PS5 übertragen. Aber Leute, ihr könnt tatsächlich auch Cross-Plattform übertragen. Also das bedeutet, Leute, ihr könnt zum Beispiel von PlayStation 4 auf Xbox Series X upgraden. Aber Leute, ich betone hier nochmal, aber Leute, falls ihr euch GTA Dollars mal gekauft habt, warum auch immer, denn es gibt eigentlich genug Money Glitches, aber okay, dann werdet ihr dieses Geld verlieren, denn diese gekauften GTA Dollars sind nur in der gleichen Plattformebene übertragbar. Das bedeutet, von der PlayStation zur PlayStation und von Xbox zu Xbox. So sieht's aus, Leute. Aber Leute, generell würde ich sagen, ist das trotzdem eigentlich ziemlich cool, dass man auch hier die Chance hat, mal die Plattform zu wechseln, denn vielleicht hat man mal zum Beispiel mit Xbox angefangen
und hab gemerkt, so, na, Xbox ist doch nicht so meins, ich bin doch lieber PlayStation-Spieler. Und dann kann man zu PlayStation wechseln. Find ich generell eine sehr coole Sache, Leute. Aber Leute, am Ende des Videos möchte ich euch einen kleinen Lacher dazu geben, denn Rockstar Games hat ja immer wie die beste Logik von allen. Denn man könnte ja denken, dass die neueste GTA-Version ja, zum Beispiel GTA 5, die erweiterte Edition oder auf Englisch GTA 5 Expanded and Enchanted Edition heißen könnte oder so. Nee, die neueste GTA-Version heißt einfach GTA 5, ne? Ich meine, ja, man hat zum Beispiel GTA 5 für die PS4 und GTA 5 für die PS5, aber die heißen genau gleich. Also man wird es nicht vom Namen ausmachen können, dass das mal überarbeitet wurde. Gut, ne, ich meine, von PlayStation 3 zu PlayStation 4 war es ja auch nicht so, da hieß es ja auch gleich, aber von PS4 auf PS5 wurde ja deutlich mehr reingesteckt von Rockstar Games. Und ja, ich hätte eher erwartet, dass es tatsächlich jetzt einfach heißt GTA 5, die erweiterte Edition oder halt auf Englisch. Aber nee, es bleibt der gleiche Name. Also ich fand es total lustig. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Aber Leute, das waren generell die wichtigsten Informationen rund um GTA, wie ihr das Ganze jetzt schon haben könnt, damit ihr am 15. März ready seid. Wenn euch das kleine Informationsvideo gefallen hat, dann würde ich mich übelst von einem fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.